Hi, ich möchte euch zeigen, wie man das Ritzel an seinem Fahrrad austauscht. Dazu brauchen wir als allererstes ein Ersatzritzel, dann ein Werkzeug mit einer Fahrradkette dran, mit dessen Hilfe man nachher das Ritzel festhält, ein Schlüssel, um den Schraubenkranz oberhalb des Ritzels zu lösen und unter Umständen, sofern man über kein Schnellspannsystem verfügt, ein Maulschlüssel, mit dem man dann die Reifen lösen kann. So, nachdem wir das Rad rausgelöst haben, schnappen wir uns einmal dieses Werkzeug und legen das so um das Ritzel rum. Dann schnappen wir uns den Schlüssel, stecken ihn hier rein und lösen oben diesen Schraubenkranz. So, nachdem dies geschehen ist, einfach abnehmen, Distanzring runter. Ritzel runter, neues Ritzel schnappen, drauflegen, Distanzscheibe wieder rauf und den Ring erstmal per Hand reinschrauben und jetzt den Schlüssel nehmen und einfach festziehen. Und jetzt könnt ihr das Rad wieder ins Fahrrad einbauen und habt ein neues Ritzel drauf.